So, jawohl. Das ist jetzt diese rote Karte, oder was? Okay, wer hat jetzt hier das Ding da habe ich wohl gebrochen. Ja, das ist die rote Karte. Was hat voll gebrochen? Wer hat jetzt das Schiff voll gebrochen? Ich hab's so gehört. Das Schiff ist gebrochen? Das Schiff ist gebrochen, wir müssen von Bord! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Sea of Seas und diesmal wieder mit der Crew von der Captain Shift, vom Captain Yamato, mit Sergeant Hanfan und mit Lea. Ja, kuckuck. Hallo. Ahoi. Und wir wollen heute natürlich wieder in Vorbereitung auf das Riesen-Mega-Update, ja, ein bisschen grinden. So haben wir uns jetzt zumindest geeinigt, dass wir ein bisschen grinden wollen heute, ein bisschen ein paar Missionen machen und wir fahren jetzt ins rote Gebiet, richtig? Ja, genau. Da, wo die roten Leute zu Hause sind. Da, wo die roten Leute zu Hause sind. Ich bin sehr gespannt. Das rote Gebiet, ich erinnere nochmal alle daran, die es vielleicht vergessen haben, das rote Gebiet, wo die Feuerbälle durch die Luft fliegen. Genau. Oh Gott. Ja. Genau das Gebiet. Nicht wahr, Lea? Krieg ich doch wieder alles auf den Kopf. Ja, das wird wieder sehr lustig. Da werden wir wieder sehr eingeheizt. Bin mal echt gespannt mit den Großen hier, was die Große so aushält. Solange wir nicht, oder fair, bin ich mir noch nicht so sicher. Solange wir nicht verheizt werden, ist alles gut. Deshalb. Monster Schreck freut sich auch schon auf den 30. Ja, das ist nämlich das Datum. Lustigerweise ist das auch das gleiche Datum, an dem möglicherweise sogar das Satisfactory Update kommt, das große. Das heißt, es wird zwei Updates am selben Tag geben wahrscheinlich. Und das wird wieder mal sehr lustig. Vor allem, ich sehe das schon, es wird dann Nachmittag wahrscheinlich Satisfactory sein, was ich dann streame. Und dann kann ich direkt in Sea of Thieves reingehen danach. Nice. Wahrscheinlich. Das wird dann so ein 6 Stunden Ultra-Stream wahrscheinlich. Oh, schön. Da komm ich vorher gut vorschlafen. Ja, genau, da komme ich aus dem Stream gar nicht mehr raus. Wahrscheinlich. Wenn es nicht noch vorher kommt, das Satisfactory Update, das ist ja noch nicht ganz raus. Wann und wie genau. Also, das ist alles noch völlig offen. Das Einzige, was ein Datum hat, ist das Sea of Thieves Update. Das ist das Einzige. Das hat noch keine Uhrzeit in irgendeiner Form, ne? Genau, das hat noch keine Uhrzeit. Da wissen wir ja auch noch nicht so genau. Wenn wir dann jetzt dann irgendwie uns verabreden für einen Stream oder so, am 30. oder so direkt, ob das dann überhaupt dann raus ist, so. Ja, ob das dann überhaupt schon um die Uhrzeit raus ist, ja, das ist, ja, das stimmt. Das Problem. Bei bisher war es immer, ich weiß gar nicht, hatten wir das jemals gemacht bei Sea of Thieves? Also, ich meine, da brauche ich euch ja sowieso nicht fragen, aber ich überlege gerade, ob ich das gemacht hatte damals, als dass wir ein Update von Sea of Thieves mal genau dann, als es rauskam, versucht haben zu zeigen. Ich glaube nicht tatsächlich. Wir haben das immer eher so einen Tag später oder so haben wir das dann immer gezeigt meistens. Ja, würde ja auch noch passen. Also sehr, wie es halt passt, ne, würde ich sagen. Ja, es ist eh auch krass. Es ist eh auch krass, weil in diesem Update soll ja auch so mega viel drin sein. Das ist dann immer so die Frage, was macht man zuerst? So. Na, also alles gleichzeitig. Ja, alles gleichzeitig. Auf dem Weg zur hier Dungeon-Mission oder so wird gleich geangelt ordentlich und dann mit der Harpune rumgeschossen. Genau. Gleich alles in einer halben Stunde abgefrühstückt. Jeder von uns macht was anderes einfach. Einer macht einfach die Kampagne, der andere angelt, der nächste, der macht PvP in der Arena. Genau. Und der Captain ist auf dem Schiff und jongliert die ganze Zeit, weil das auch neu ist. Genau. Und dann mit Multistream am besten. Mit Fleischbällchen. Jeder hat eben auch noch gedacht, dann alle gleichzeitig noch den Stream anschmeißen. Jeder macht Multistream und dann sieht man bei jedem was anderes. Das ist doch genial. Nur, ja. Tolle Wurst. Das wird doch bestimmt funktionieren. Keiner alleine klarkommt. Ja, vor allem reden alle durcheinander, was bei ihnen passiert. Ja. So, das wird sehr lustig. Und ich begrüße jetzt an der Stelle mal alle, die gerade im Live-Chat um diese nachtschlafende Zeit noch online sind hier. Kubibu sehe ich hier gerade. Ah, Gronja. Ich sehe auch Dionys Alive, der auch schon wieder gecheert hat. Dankeschön. Und der Nario schreibt gerade, wenn du Designs brauchst, ist er denn ansprechbar. Okay. Ich glaube, da hat er. Ich glaube, das braucht. Da hast du ihn noch selber erfahren. Was war gerade? Agronia wollte wissen, warum ich so spät streame. Das hat sich ganz spontan ergeben, tatsächlich. Wir sind hier ganz spontan. Ich war eigentlich auch schon so im Abschaltmodus inbegriffen gerade und dann habe ich mitbekommen, dass der Captain hier einen Stream gestartet hat mit Sea of Thieves und da dachte ich mir, oh ja, die letzte Folge rendert gerade, da könnte man doch nochmal, ne? Könnte man doch nochmal einsteigen an sich. Ne? Ungefähr so ähnlich ging es mir auch. Haha, sehr schön. Nasi Pavango, moinsen. Ich hoffe, derjenige, der heute Nachmittag gefragt hatte, wegen Sea of Thieves ist auch da.
Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendwer hatte heute bei Satisfactory noch gefragt, ob Sea of Thieves heute noch kommt. Und da habe ich dann Nein gesagt. Ohne zu wissen, dass das hier passieren würde. Warum stellst du dich so gruselig hinter mich? Ich? Ich laufe hier rum. Links. Ich laufe hier rum. Ich bin umgedreht, auf einmal stehst du hinter mir. Da, wo ich immer bin. Nest. Ach so, oben. Im Ausguck. Richtig, da wo ich hingehöre. Das ist eigentlich aber auch genial oder generell schlau, dass da jemand ist, weil du siehst dann jede Gefahr, die auf dich oder auf uns zukommt, zuerst. Weil ich gebe mein Bestes. Ich weiß halt nur nicht, wohin wir fahren, außer ins rote Gebiet, aber haben wir denn jemanden? Wir müssen rausposten und besorgen uns Karten. Ah. Das war so mein... Sorry, ich habe vergessen, den Plan zu erwähnen. Ich hatte einen Plan. Ich hatte das so ein bisschen im Urin, aber ich war mir nicht sicher. Ich wollte es nicht rauslassen. Bin schon bald da? Ja, voraus. Ich sehe schon. Heizungsventil schreibt, ich bin das Heizungsventil, habe kein Leben und schaue nachts um 0 Uhr Streams von Spielbär. Sehr gut. Ist noch nicht in 0 Uhr. Aber, ja stimmt, ich wollte es gerade sagen. Es ist noch gar nicht so weit. Es ist erst 23.25 Uhr. Alles gut, du hast noch ein Leben. Ja. Aber nur noch eine halbe Stunde dann. Außenposten Morrow's Peak. Sehr gut. Wunderschön. So, ich versuche uns mal dezent. Kann man hier dann an die. Ich bin am Anker. Ich weiß, die Dinger, die so runterhängen. Gehen. Segel? Die Segel? Oder den Anker. Anker, schnell. Seile? Ah, oh Gott. Wir haben. Oh ja! Wir haben eingeparkt. Wir haben aufgebockt, glaube ich. Ja. Ups. So stoppt man normalerweise Züge, die außer Kontrolle geraten sind. War geplant, eindeutig. Ich wollte hier hoch. Ich wollte schon mal hier oben hoch. Gar kein Loch? Nö, scheinbar nicht. Oh, okay. Ich spür auch keins. Der Löwe hat den Crash abgefangen. Er hat sich zwischen den Pier und das Schiff geworfen. Ach doch, hier ist es noch. Ah, ich habe eins gefunden. Streamen die anderen auch auf Twitch? Ja, der Captain Shift hat seinen eigenen Kanal. Den könnt ihr auch besuchen, den könnt ihr auch folgen. Es ist nur die Sache, wie kann man den am besten finden, ohne dass man die Suche benutzen muss. Warte mal, das, weil dein Name ist ja ein bisschen... Also er heißt der Unterstrich Captain mit C Unterstrich Shift. Warte mal, kann man das verlinken? Ich glaube, das kann man auch so suchen. Ohne die Unterstriche. Ja, suchen. Die Frage ist, ob man es findet. So. Ja, stimmt. Ich kopiere mal. Warte mal, wenn ich das jetzt... Hoppla, wenn ich das jetzt kopiere, kann ich das dann auch einfügen? Adresse des Link kopieren, warte mal. Das ist aber nicht die, ne? Nee, warte. Hä, wieso hat er denn jetzt meine URL genommen von meinem Kanal? Ich habe doch auf deinen Kanal gedrückt. Das war schlau. Warte mal, Adresse des Link kopieren. Ups, das muss jetzt habe ich meinen Link da aus Versehen wieder. Jetzt habe ich ihn. Da. Mann, das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe. Das ist klar. Ich hoffe, das ist auch der richtige Captain Schiff. Das ist der mir links. Gibt, das ist Plagiat. Das ist der mir links angezeigt wird, dass er streamt gerade. Dann muss es der richtige sein. Sehr gut. So. Akronia meint, ich bin ein lebender Ark-Mensch. Das Einzige, was ich kann, ist zeichnen und um 0 Uhr nachts Spielbär-Streams gucken. Oh. Herrlich. Sehr ein gut. Ein lebender Ark-Mensch? Ich dachte auch gerade kurz, ein lebender Ark-Mensch? Sind Ark-Menschen nicht für gewöhnlich in der Regel immer tot vor allem? Ich bin ein Ark-Mensch. Ein Ark-Mensch? Ein Mensch aus Ark? So. Und die sind immer tot? Ich glaube schon, also überwiegend. Ziemlich oft, ja. Sehr oft vor allem. Stimmt. Ich erinnere mich. Haben wir hier alles, was wir brauchen? Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich bin gerade noch am Kaufen. Kaufst du alles? Ich bin gerade noch am Looten ein bisschen. Lelboy Roy, 12, danke fürs Followern. Kommst du bestimmt gerade vom Spiel her. Ja, möglicherweise. Also jetzt mag ich alles. Ich muss sagen, Der Vorteil ist ja wirklich dafür, also dass wir jetzt hier aufs Pier gelaufen sind, jetzt kann ich mir endlich mal die Galionsfigur richtig angucken. Call die mal, schau dir mal Leo den Lootlöwen an. Leo der Lootlöwe. Sehr schön. Gott, die ist geknarrt. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Immer schön folgen, genau. Immer schön folgen. Allen folgen. Wie komme ich eigentlich hier wieder an Bord? Hier. Braucht man eine Mission. Jo. Hilfe. Wo war das doch gleich? Lutheran 23, grüß dich. Moinsen. Ahoi. Ich sollte mal meine Bananen weglegen. Komm an Bord. Ich muss meine Bananen wegstecken.
Hä, warum? Ja. Achso. Nasipa Wango. Schöner Name, ne? Dankeschön. Danke fürs Follow. Nasipa Wango. Hui. Und Lutras 23 hat auch gefollowt. Dankeschön. Sehr gut. Und jetzt geht's aber komm, rund. Komm, da hier. Ist keine Anzeige. Ah, ich müsste es jetzt abwarten. Kanonen. Nee, doch, da kommt sie. Alles klar. Was? Ach, im Nachgang. Was anzeigen? Was kommt? Wir haben was? Eine Anzeige gekriegt. Habe ich das die richtig verstanden? Die Einblendung. Achso. Die Anzeige ja, kommt erst ein bisschen verzögert. In der Regel, ja. In der Regel einen Tag danach, nach dem Stream, kommen die Anzeigen. Ja. Das ist sowieso. So. Ja, Naju, alles verpasst. So, ich hab gedroppt, ihr müsst nur bestätigen, dann können wir los. Ich hab schon. Also, okay. Was? Einer muss noch. Einer muss noch, einer hat noch nicht, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Ich mach mein Messer rein, so. Ich glaub drei. Mach den Tisch mal besser. Aber ich würde trotzdem gerne noch an Bord kommen, bevor ihr losfahrt. Haben wir jetzt, wisst ihr, wie viele Kanonenkugeln wir haben? Warte mal. Ich hab irgendwas noch, mit 80. Ich hab 10 reingetan noch. Dann irgendwas mit 90. 90, 91 haben wir. Da haben wir noch, wir haben ja, noch keine bei. Geladen, also vielleicht, wenn du noch was in der Hand hast. Ich hab nichts mehr. Ist ja, dann ist weggepackt, aber es ist eine gute Idee. Was ist der Grund für Leas Anwesenheit? Genauso wie mal für meine Anwesenheit. Lea ist spontan mit eingestiegen, tatsächlich. Ja. Weil Akron ja gerade wissen wollte, warum du dabei bist. Du bist halt Akron, spontan. Ja, danke fürs Followern. Mein Gott, das ist jetzt ja spontan auch. Mensch, 07, dankeschön. Genau, das ist genauso wie bei Spielbär. Ich habe es mitbekommen, dass hier gestreamt wird. Dann habe ich mitbekommen, dass noch jemand fehlt. Oder was heißt fehlt? Dass noch jemand dabei dazukommen kann. Und dann habe ich gedacht, jo, komm. Genau. So einfach ist die Sache. Versuch es mal hier rauszudrehen. Ja, versuch das mal. Ja, wir drehen uns nicht. Ja, irgendwie drehen wir uns aber nicht. Schiffe haben keinen Rückwärtsgang, oder? Anker noch nicht wieder oben, warte mal. Haben nicht die modernen Kreuzfahrtschiffe so einen tollen Antrieb, den sie unter Wasser in die andere Richtung drehen können, damit sie rückwärts fahren können und seitlich? Ja. Vielleicht sollten wir mal versuchen, sowas zu installieren. Vielleicht kommt sowas ja im nächsten Update. Man weiß es warte nicht. Warte mal, das kriegen wir hin. Captain, atme mal tief ein. Ich fass dich an den Beinen und lass dich dann hinten ins Wasser runter. Ja, mach das mal. Das ist sehr besonders. Gut. Ganz gut. Und unter Wasser atmest du dann bitte einmal kräftig aus. Ja, gut. Danke fürs Followen. Warte mal. Wir machen das einfach mal so. Was hast du getan, Spiegel? Was hast du getan? Ja, genau. Da ist es abgezirkelt. Ganz präzise. Wir haben uns festgefahren. Ja. Oh, Scheiße. Warte, wir arbeiten dran. Kann man nicht anschieben oder so? Was ist eigentlich das Problem? Warte mal, der Anker ist oben, oder? Der Anker ist oben. Der Anker ist oben. Wir hängen genau auf der Kante. Die Segel direkt in den Wind. Ja, warte, vielleicht zieht uns der Wind ja raus. Das Problem ist gerade, dass dieses Zelt hier den Mast vorne am Schiff, was wie auch immer man den vorderen Mast am Schiff nennt, festhält. Was? Das heißt, wir können uns nicht rausziehen. Wir müssen in die andere Richtung. Andersrum. Nach links müssen wir. Ja. Wir müssen nach links schwenken. Hat der Captain wieder gut eingeparkt. Links. Ah. Weil das Haus hält uns sonst fest. Ja. Glaube ich. Oder? Das Haus vor allem. Das Hauszelt. So. Oder? Ja, es geht ganz langsam, dreht es sich. Das ist richtig. Es funktioniert, aber es ist ganz langsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nee. Der Arsch dreht sich langsam raus. Mühsam ernährt sich Leo der Lootlöwe. Leo der Lootlöwe. Ich schiebe. Ich schiebe mal ein bisschen. Kann man das Segel wieder einholen? Grüß dich. Was? Kann man das Segel einholen? Ich bin, glaube ich, zerquetscht worden von Leo der Lootlöwe. Segel einholen, ja. Segel einholen. Bitte. Ja, warte. Das sieht sehr gut aus. Das sieht wunderbar aus. Wenn wir jetzt noch weiter in der Richtung, wenn er sich noch weiter dreht, RCS sich noch weiter dreht, dann läuft das. Ja, arbeiten dran. Hoffe ja, dass das jetzt so ohne Segel ist. Der Arsch schwenkt rum, der Arsch schwenkt rum. Wenn der Arsch schwenkt, ist alles gut. Er ist schon bewaffnet und gefährlich. Profis beim Ausparken hier, das wird großartig. Jetzt hängt er da an den Fässern fest. Hier wird auch gerade ganz richtig festgestellt, wir sind sehr gut in Physik. Nein, in Physik sind wir sehr gut. In Physik sind wir sehr gut. Da sind wir super drin. Oh ja, jetzt geht's ab. Okay. Langen wir schon gleich an der anderen Seite an. Ist wer am Steuer? Ich geh mal ans Steuer. So, ich geh mal an Bord, ne? Ich bin immer mal im Wasser. So. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Wir sind frei. Freiheit. Haben wir gesungen. Freiheit. Endlich. Ich kann das Meer schon schmecken. Ah.
Kann einer mal Segel setzen, so ganz leicht irgendwo? Ja. Leichte Segel, welches? Nur ganz leicht. Egal, irgendeins. So, ich hab so eins. Ich hab eins. Bisschen. Okay. Hab sehr eins gut gefunden. Sehr gut. Ich nehm das. Ja, jetzt. Wow, ich glaub. Ja. Das wird. Und. Stopp. Das hat okay wohl leicht. Passt schon. Touchiert. Passt noch. Egal. Das passt. Fährt. Egal, sagt er. Okay. Ja, ein bisschen Wasser im Schiff drin, ne? So. Ja. Ich hab keine Ahnung. Wasser ist nicht Schiff viel. Wo ist noch Ruby? Eine Handbreit. Wo ist denn Ruby? Osten. Osten. Nordosten. Nordosten. Hi. Hau ich aber mal hier im Brett Norden drauf. Nicht hier vorne, aber nur Osten als Norden. Was ist jetzt? Also Osten. Nordosten. Also Osten als Norden. Also eher Norden. Was ist denn jetzt? Norden? Nordosten? Osten. Osten. Westen? Um die Insel rum, siehst du schon. Fahrt einfach so fort. Fahrt Richtung Fort, ja. Fahrt fort. Fahren Sie fort. Ich finde der selbstgeschriebene Chance übrigens sehr geil. Sehr nice. Eins nice. Wer ist denn alles Teil der Crew? Weiß das einer? Ja, ich weiß das. Teil der Crew ist momentan der Captain Yamato, der Sergeant Hanfan, die Ajo. Lea, Mascha und der Spielbär. Das spielt. Spielbär spielt, genau. Das sind die Teile der Crew. Die Crew-Teile. Habe ich gehört. Teil eines Ganzen. Der ganzen Crew. Mir macht das gerade schon wieder so ein bisschen Sorgen, dass vorne ein Vulkan qualmt und links einer explodiert. Und das Schöne ist, da müssen wir irgendwie noch hin. Oh, nee. Natürlich, wie immer. Ja, Micha, dir schon mal gute Nacht und danke für deine Zeit. Ja, Nacht. Grüß dich. Schlaf schön. Grüß dich. Gute Nacht. Grüß dich selbst und schlaf schön. Es ist zu spät, Leute. Spuk live, Moinsen. Wie? Ja, Spuk live, er heißt so tatsächlich. Spuk live oder Spuk live? Spuk mit CK. Ich hoffe nicht, dass er Spuk meinte, aber Spuk geschrieben hat, sondern dass er auch Spuk meint. Kneipenterrorist, grüß dich. Das ist auch ein schöner Name. Oh Gott. Das ist schön. Wir müssen mal so einen Schönheitswettbewerb für die schönsten Usernames machen. Demnächst. Ein Kreativitätswettbewerb. Aber Heizungsventil ist schon ganz weit vorne dabei, finde ich. So. Ja, der ist auch schon gut, ja. Der Name. Der ist weit vorne dabei. Hier den Spielbär? Weiß nicht. Was? Was? Hit or Miss? Ein Song. Soll dir ein Song spielen? Was mir ein Song spielen? Das, der Haken daran ist, ich höre die Songs gar nicht, wenn du die spielst. Ja, das Problem ist auch, ich kann keine Songs spielen. Sehr schön. Ich kann nur vier, warte mal. Hier ist ein. Den kann ich. Dann kann ich den. Ach, den, ja, den, ja, natürlich. Ach so. Ah, ja. Den kann ich noch. Ich ja bin halt, ich bin halt Pirat. Ach so, warte, ich kann auch mitspielen. Oh, das kann ich gut. Warte, ich kann. Und? Nein, ich kann nicht. Doch, ich kann. Follow an Attentistis. Oh, der ist gut, der gefällt mir. Bom. 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 Das Problem ist, ich habe auch nur eine Hand. Ich kann damit halt nicht viel mehr machen. Du bist der einhändige Virtuose. Ja, vor allem ist das ein Gemöffel, das finde ich noch lustig. Vor allem der Haken, den kannst du auch so biegen, ne? Das ist auch so schön. Du biegst den immer so, wie du ihn brauchst. Suppe essen. Das ist gleichzeitig dein Löffel, so. Ja. Suppenlöffel. Naja, du musst immer dein Bestecken. Ich sehe im Winkel den Vulkan und ich habe Angst. Ach, weißt du was? Ich drehe mich einfach in die andere Richtung und gucke dahin, wo wir herkommen. Das sieht viel besser. Oh, da ist ein Schädel, der guckt mich an. Ah. Also entweder das oder der explodierende Vulkan. Also, oh, der hat gerade aufgehört. Alles gut. Na, perfekt. Wahrscheinlich wird das jetzt die einfachste und leichteste Tour, die wir je im Vulkangebiet gemacht haben. Oh Gott, ich sag doch sowas nicht. Ich will doch das Unheil noch heraufbeschwören. So, ich glaube, darauf kann man eigentlich nur trinken. Oh je. Trinken? Sagte er trinken? Sagt er trinken? Er trinken. Sagte er trinken. Bist du irgendwie so Burning Tony? Ja. Alle ertrinken. Burning Tony war. Alle ertrinken, bitte. Alle ertrinken. Und ich sehe, wie sie gleich anfangen zu torkeln hier. Oh Gott. Ich stehe am Steuer, soll ich auch trinken? Ich weiß nicht, don't drink it. Nee. Am Steuer kannst du dich gut festhalten, wenn es schwankt. Also. Der Fahrer darf nicht trinken. Der Fahrer darf. Der Pfarrer darf nicht trinken. Der Pfarrer darf nicht trinken. Seit wann bist du denn Pfarrer, Mensch? Oh Scheiße. Es fängt schon an, sich zu bewegen alles.
Oh, die Töne, die sind so wunderschön. Wunderschön. Es ist wieder die Akte X-Musik, die gespielt wird, eindeutig. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ja. Yeah. Direkt vor uns. Wir rasen übrigens mit voller Karacho drauf zu. Ich versuche mal, an die Segel zu kommen. Gar nicht so einfach. Ich habe, glaube ich, einen... Ich habe einen Bunneltick. Tunnelblick. Anker? Soll ich? Wer? Also zumindest schon mal in die Nähe des Ankers gehen wir gut. Was? Ich bin hier. Wo? Wer? Was? Gar nichts. Warum? Wer? Warum ist das Wasser grün? Holy shit. Okay, Anker kann raus. Glaube ich, hoffe ich. Jetzt zu spät. Ja, ne, perfekt. Na, es passt noch, guck mal. Voll gut, voll gut. So, ja, das ist jetzt diese rote Karte, oder was? Da habe ich wohl gegen. Wer hat jetzt hier das Dingskoll gebrochen? Ja, das ist die rote Karte. Was hat voll gebrochen? Wer hat jetzt das Schiff voll gebrochen? Ich hab's so gehört. Das Schiff ist gebrochen? Das Schiff ist gebrochen, wir müssen von Bord. Alle in die Rettungsboote. Ich bin auf der Kotze ausgerutscht, danke. Sehr gut. Ich meine natürlich, das tut mir leid. Super. Voll ins Wasser gefallen. Ja, das ist auch grün, das passt. Das ist alles schon grün. Aber ich muss immer mitbrechen, wenn ich mal anders brechen sehe. Das ist nicht schön. Marmor, Stein und Eisen bricht. Eben. Ach, hier steht er. Hallo. Hallo. Burning Tony. Ah, Stoff. Burning Tony, das könnte auch so ein Hardrocker sein. Ja. Pflanzen. Burning Tony. Wir haben auch keinen Pflanzen. Nein! Pflanzen. Oh nein, Scheiße. Ja, okay, die sind, glaube ich, kaputt. Ist das alles von Burning Tony, ja? Ja, naja, ich schwimme rüber. Mann. Ich sehe vor lauter Pflanzen nicht den Tod vor Augen. Den Tod? Ja, den Tod. Ich bin gerade abgehoben und hab's nicht gesehen. Das ist das alte Problem bei YouTubern und Streamern. Wir heben alle ab und merken es nicht mehr. Hast es nicht kommen sehen, ne? Ja. Ach, ich stell erst mal hinten hin. Wie alt ich bin? Schwierige Frage. Ich habe aufgehört am bestimmten Zahl. Bei 100 hast du aufgehört zu zählen. 100 habe ich aufgehört zu zählen. Herrlich. Am besten fängt man da wieder von vorne an. Letztes Mal auf Kalander war es 32. Letztes Mal geguckt habe. Oh, das ist aber schon lange her. Gar nicht so lange. Meinst du? Das ist gar nicht so lange her. Also, als du mir das gesagt hast, dass du das letzte Mal auf den Kalender geguckt hast, ich überlege gerade. Der war noch so ein Stein gemeißelt, ne? Da habe ich den noch so mit so einem. Ich glaube, da wurde, glaube ich, gerade das Papyrus erfunden, irgendwie so um die Dreh. Da wurde der Kalender gerade erst gefunden, als das letzte Mal im Kalender geguckt hast. Genau. Sehr gut. Endete der Maya-Kalender gerade. Hey, das ist aber gar nicht so lange her tatsächlich, dass der das letzte Mal geendet hat. Die Profis können ja mal schreiben, wann das gewesen ist, ihrer Meinung nach. Digga, was doppelt so halt. Ja. Passiert. Das Rad hört nicht auf. Dreht sich immer weiter. Zumindest als es schon erfunden wurde, ja. War jetzt noch was oder was? Ich damals so meine Pferdekutsche zur Arbeit alles gefahren. Weg. Ich glaube, da ist jetzt alles weg, ja. Jo. Als ich da vorbeigegangen bin, war schon nichts mehr da. Weißt du nicht, also kann noch einmal Wasser mitbringen vielleicht? Ach ja, für die Pflanzen, ne? War da kein Eimer Wasser mitgenommen. Ich habe auch noch einen Eimer. Dropp mal gleich einen nächsten Auftrag. Dropp mal, ich habe keinen. Wo sollen wir hin? Robic Traders. Warum ist das Wasser? Das Zeug eigentlich schon wieder nass? Weil wir rüberschwimmen müssen. Warum haben wir eine feuchte Kiste an Bord? Siehst du Beiboot? Die Pflanzen stehen gerade noch oben. Wir müssen die Pflanzen noch runternehmen. Ja, stimmt. Das wäre clever, ja. Ich mach schon. Okay, da bringt ihr mal runter. Wir wollen die ans Wasser stellen, für alle, die sich fragen, was wir jetzt machen, warum wir Wasser in unser eigenes Schiff reinschütten. Wenn die Pflanzen unten im Wasser stehen, dann können die nicht eingehen. Zumindest nicht so schnell. Genau, Alex, erzähl mal vom Krieg, egal von welchem. Erzähl mal vom Krieg, egal von welchem. Ach, hör mich auf, der große Kartoffelkrieg. 1995. War schlimm. So, ich glaube, die. Den führst du jeden Tag, das zählt nicht. Krieg mit den Kartoffeln. Große Menschen gegen Kätzchenkrieg. Der erste und der zweite. Beide verloren. 2012, weil es alle schreiben. Sehr gut. Das ist schon irgendwie krass, dass das alle wissen. Aber das wissen alle wahrscheinlich auch nur wegen dem Film. Ja.
Wo müssen wir denn eigentlich hin? Was ist jetzt hier? Ich hab gerade gar keinen Plan. Was? Wir müssen zu einer Insel fahren wahrscheinlich. Also abliefern zu Roaring Traders, das weiß ich ja. Aber ich hab nochmal einen gedroppt, ihr müsst das nochmal einer bestätigen. Also. Okay. Also. Das ich war noch nicht. Eher stetige. Wo ist denn Roaring Traders? Ein unschätzbarer Fang. Von Brion. Ja. Brions Bazar. Brian? Brian. Bei Brian? Brian's Bazar. Brian's Bazar. Brian's Bazar ist im Norden. Straight ahead. Aber Roaring Traders ist genau in der anderen Richtung. Also, Captain, Anweisung. Da schießt irgendeiner auf uns. Aua. Oh shit. Irgendein Gerstling schießt auf uns. Au, der hat mir genau ins Gesicht geschossen. Welche Richtung fahren wir jetzt gerade? Norden. Wenn du nicht dann bleiben wir in die Richtung. Dieser Schweinhund, der schießt einfach. Und ich treffe nicht. Bin inkompetent. Ah! Haben wir irgendwie blubbert das da unten, oder? Ja, ja, wir haben mehr Wasser unten. Da ist aber kein Loch. Das sind ja die Pflanzen. Ach ja, stimmt. Ich mache ja Pinkelgeräusche. Ja. Nein, mit 14, 1,95 so groß zu sein, das ist nicht ungewöhnlich, wenn deine Eltern über 2 Meter groß waren. Weiß nicht. Ist das eine Voraussetzung? Wenn deine Eltern auf dem Mars groß geworden sind, bei geringer Schwerkraft, dann, dann passt das mit der Größe. Aber mit 14 und 1,95, du solltest mal über Basketball nachdenken. Ja. Nowitzki 2.0. Ja. Stimmt eigentlich, ne? Der hat jetzt aufgehört. Wir brauchen einen neuen Nowitzki. Stimmt. Also? Ja. Da ist gerade eine Stelle frei geworden. 1,85. Reicht schon. Sergeant Bear würde mich gerne abonnieren auf Twitch, aber seine Mutter gibt kein Geld. Das ist absolut korrekt gehandelt von deiner Mutter. Ja, du kannst mich dann abonnieren, wenn du die Möglichkeit dann dazu hast mit eigenem Geld tatsächlich. Das ist okay, das macht nichts. Ist nicht schlimm. Sergeant Bear klingt so eine Mischung aus. Sergeant Handpfand und Spiegel, ja. Sergeant Bear. Was habt ihr angestellt? Ah, das können wir nicht sagen. Dafür ist noch nicht spät genug. Was habt ihr getan? Ja, wir haben kleine Bärchen in die Welt gesetzt. Und, hast du ein Problem damit? Bist du jetzt eifersüchtig? Ja. Nee. Soll das? Ach ja. Ja, und versuchen wir es, weißt du? Das Wasser sieht hier immer aus wie Kloake irgendwie. So bräunlich trübgrau. Sehr einladend, oder? Finde ich auch. Ja, ne? Ja, total. Die Gegend sagt einem so richtig, ich finde es toll, dass ihr hier seid. Bleibt länger. Ja, das sind echt so die Vibes, die man hier hat, definitiv. Ja. Das ist echt herrlich. Ja, das liest man ja auch überall auf den Urlaubsprospekten. Ne? So. Ja. Ja, diese kommen ganzen, Sie noch heute? Die ganzen Postkartenmotive hier, die man hier so sieht und so. Ja. Kommen Sie einmal her und nie wieder zurück. Ja. Diese einladenden Namen, Fluchwasserküste hier, Cursewater Shores. Hä? Wo ist denn hier das Segel? Ah, nein, hier. Ja, Schluss mit dem Fruchtzwergen. Eindeutig zu viel Fruchtzwerge. Aber die sind doch so lecker. Eben. Ja. Stimmt allerdings. Habt ihr das auch mal so gemacht, so mal früher Eis oder so? Ja, natürlich. Den Löffel da reinstecken und dann ins Eisfach. Also das erste. Das beste Eis, was man haben kann. Damals. Tja, das ist nur blöd die Erkenntnis, wenn du das mit anderen Sachen versuchst. Und bei denen funktioniert das nicht so gut. Ja, das fand ich super lecker damals. Das und dieses Wassereis. Kennt ihr das noch? In diesen Plastiktüten. Ja, jo. Mhm. Bunte? Ja, das Bunte. Mhm. Das kenne ich nicht. Ich weiß jetzt zumindest. Ich glaube nicht. Das fand ich eklig irgendwann, oder? Also früher ja, aber irgendwann wurde es doch recht eklig, oder? Hab ich mir das eingebildet. Ah, das war die pure Chemiekeule, aber. Naja, eben. So, da ist Loot. Weil es auch so bunt war, ne? So. Brian's Bazar. Was, wo ist Loot? Da rechts, Fässern. Hier rechts. Irgendwo war da gerade welche. Ach, da. Da, wo Lea von Bord geht. Ach, da. Was, Loot? Lea ist über Bord. Okay. Loot. Ich sehe es blinken. Irgendwer am Steuer? Nein. Ja, ich. Ach, okay. Ah, alles gut. Alle mal die Antwort auf diese Frage ist grundsätzlich immer nein erstmal. Ja, gut, ja. Da fährt man am besten mit, wenn man davon ausgeht, dass niemand steuert. Möglicherweise. Vielleicht ist wer am Bord. Vielleicht ist wer am Steuer. Ich bin am Anker. Jo, mach jetzt. Jo, jetzt. Es gibt jetzt, eine jetzt, gefühlte Wahrscheinlichkeit, mit der eine Person
der Crew Alter, am Steuer steht. Sehr gut. Ja, gut. Wir haben nochmal Kugeln gekugelt. Ah, Gemüse. Geil. Gemüse. Abholen oder abliefern? Genau, weil es gerade gefragt wird, was ich denn von den Prime-Abos habe. Ich werde dadurch finanziell über Twitch unterstützt quasi. Also das unterstützt das Programm, was ich hier mache, finanziell. Das ist Twitchs Möglichkeit, den Creator zu belohnen sozusagen für das, was er hier macht. Noch? Arsch, ich pack das hier einfach nur unten, du musst sortieren. Ich bin auch, ich sortiere hier gerade. Was heißt sortieren? Ja, du bist ja Logistikmeister. Ich schmeiß es einfach nur an Bord. Ach so, was bin ich? So wie Lea quasi die Schränke immer vollhaut bei Ark, hau ich hier den Bauch voll hier mit. Ah, gut, das ach so, ja. Ja, was? Wo packst du das hin, bitte? Was? Wo? Einfach unten, an der Treppe. Ich hätte gerade. Kann man das jetzt direkt abgeben schon? Ich hoffe es doch, oder? Hier ist nur abholen. Hier ist nur abholen. Ach so. Ach so. Okay, ich wollte nämlich gerade, weil Lea gerade die Kisten zu ihm getragen hat, dachte ich jetzt schon, oh, ich hätte beinahe die Kisten eingeladen und habe mich schon voll blöd gefühlt, dass ich aus Versehen die Kisten einlade. So. Sehr schön, dass wir jetzt alles durcheinander gebracht haben. Ja, das wäre halt so geil gewesen. Einer hätte sie reingebracht, der nächste hätte sie wieder rausgebracht und wir wären nie weggekommen. Das wäre absolut gewundert. Oh, das sind aber viele Kisten. Die ultimative Endlosschleife wäre es gewesen. Herrlich. Nein, erstmal nur rein. Okay, ich sortiere das hier. Dann wäre es wieder das alte Rein-Raus-Spiel gewesen. Ja. Was? Das alte Rein-Raus-Spiel. Wer kennt es nicht? Ja. Oh, schön. Das alte meine Güte. Rein-Raus-Spiel. So, ich glaube, wir haben alles dran. Okay, das habe ich sortiert. Du musst sagen, wo es hin muss. Fetchers Rest. Fetchers Fest. Ja. Einfach nach Westen. Sehr gut. So, was haben wir hier? Fetchers Rest. Die reden alle über 18. Jahrhundert, was? Das war doch in Anno, das ist doch schon wieder ad acta. Wir sind doch hier mindestens im 17. Jahrhundert, wenn überhaupt, oder? In Sea of Thieves, das ist doch bestimmt eher 17. Jahrhundert als 18. Jahrhundert hier. Mit Segelschiffen und so. Oh, wo steht denn der ganze Rest? Da fragst du an. Der Rest? Vom Schützenfest? Anna, ein Teil steht hier oben. Ach, hier rechts. Steht auch noch was. Okay. Und ein Teil ist unter Deck anscheinend. Okay. Aber wir brauchen so Lackierung nicht, oder? Krass. Alles gut. Achso. Bin vorbeigekommen. Ah, du machst das. Ich mach das. Aber weiter. Wir hatten lange keinen Hai oder Kraken oder sowas, ne? Doch nicht. Der ist ganz ruhig geblieben. Gibt's den eigentlich noch? Den hatten wir schon ewig nicht mehr, ne? Den Kraken? Ja. Ich hoffe, den gibt's noch. Ich hoffe auch, den gibt's noch. Aber ich hab ihn wirklich schon lange nicht mehr. Vor allem immer jetzt wegen dem Event in Anno, ne? Da kannst du ja auch Expeditionen machen mit Segelschiffen. Und dann kriegst du ab und zu mal dieses Ereignis, der Kraken ist erwacht, so nach dem Motto. Und dann greift halt dein Schiff halt vom Kraken angegriffen. Da muss ich immer jedes Mal an Sea of Thieves denken. Irgendwie. Weg den Kraken. Mich erinnert es so total an, Fluch der Karibik. Genau. Ja gut, das auch, aber tatsächlich, weil ich durch Sea of Thieves immer hautnah mit den Kraken zu tun hatte. Insbesondere in der 100. Folge. Wo das einfach so episch war, dass wir so viel Loot hatten und der Kraken versenkt einfach mal das Schiff mit allem. Der Klassiker. Und dann war noch das Rettungsboot übrig und wir haben den ganzen Loot ins Rettungsboot gepackt und ich bin da mit dem Rettungsboot vom Kraken abgehauen. Das war das ist schön. So krass, also besser hätte eine 100. Folge nicht laufen können. Falls ihr es nicht gesehen habt, hier, wie ihr gerade den Stream schaut. Schaut euch unbedingt mal auf YouTube die 100. Folge an. Das ist der absolute Burner. Spannender kann man es nicht mehr machen in Sea of Thieves. Das ist unglaublich gewesen. Hast du es denn selber komplett verkauft gekriegt? Wir haben alles, was wir ins Rettungsboot geschafft hatten, hatten wir komplett verkauft, ja. Wahnsinn. Jetzt habe ich es gespoilert, aber... Das ist nicht... Ja, scheiße. Die Frage. Also guckt es euch nicht mehr an. Guckt's. Doch, oh, ja, doch, vielleicht trotzdem aber angucken. Ja, oder nochmal. Genau, das Erlebnis ist ja nochmal was anderes. Boah, morgen kann ich allen Leuten Avengers Endgame spoilern, das wird lustig. Ja, morgen ist schon so weit. Hä, morgen? Ja, morgen. Der kommt tatsächlich schon morgen Nachmittag im Kino. Du musst nicht spoilern. Machen Sie wieder eine Extrawurst. 3 Stunden geht der. Mhm. Boah. Beim Wochenende extra nochmal den ersten angeguckt. Mhm. Es gab so ein Event, da konntest du irgendwie beide Teile direkt hintereinander gucken. Irgendwie der erste, der irgendwie geht ja auch schon 2,5 Stunden, oder?
Ja, der ist auch schon sehr lang auf jeden Fall. Und ja, dann kannst du das Ding, das dann nächste gleich nachsetzen. Die volle Packung. Es sind ja dann über 5 Stunden, die du dann im Kino sitzt, ey. Schon. Kann ich hier Geld? Schon heftig. Also wenn du wirklich donaten willst, unten ist ein Link unter meinen, Stream. Wie heißt das? Stream. Ja, genau. Stream. Aber nur wirklich, wenn du wirklich willst, oder, nicht, wenn du hier wie Nayu da vorhin dein letztes Geld rausgibst. Das will ich nicht. Das macht das mir nicht anders. Ich hab einen festen Job, arbeite. Aber bin natürlich trotzdem für alles sehr dankbar. Du musst das aber, wenn dann im richtigen Licht auch darstellen, du musst das dann, also Nayu hat extra mit seiner Freundin Schluss gemacht, damit er für sie nicht Geld ausgeben muss und Geld für dich hat. Aber das wollte ich, das habe ich so nicht gesagt. Das stimmt. Das nicht. Ist natürlich. So hat er das gesagt. So sagt er das. Naja, man muss Prioritäten setzen, ne? Eben, sehe ich auch so.